bin ich klüger geworden. Man braucht auf jeden Fall Biofuel Cell. Ja. Dann muss ja. Ach, jetzt brauchen wir jetzt einen Extractor. Compressed Plants. Kompressor brauchen wir dafür. Kompressor. Alter, was man dafür alles braucht. Wir brauchen extrem viel Copper Cable. Glaube ich. Ohne das geht's nicht. Hast du ein paar Korb-Setzlinge mitgebracht? Ja. Okay, nice. Aber das Ding hier hat es nichts gebracht. Die Windmühle. Wo kommt denn die Kohle rein? Hier bei Erze? Ich mach's einfach mal rein. So. Ach ja. Ja. Billy, wie sieht's aus? Ja. Ich probier grad noch ein bisschen was rum. Warte mal hier. Ja, gut. Das ist schwer. Boah. Das ist schwer. Was? Weil, ja. Sprich dich aus. Ich will noch was essen. Wir sind abends schon spät. Würde ich sagen. Ja. Ja, wir haben jetzt auch 2,5 Stunden aufgenommen, das sollte ich sehr schnell. Ja. Das war schon wieder. Eine Auto gebaut. Kann man jetzt alles verbrennen. Theoretisch. Ah ja. Perfekt, ah, nice. Alter. Erste Babo. Mega geil, Junge. Komm mal zur Werkstatt-Abo her. Du nett. Ja, nee, nice. Na ja, cool. Aber Alter, wie viel Kohle das braucht. Ja, ja. Ach, hast du rausgenommen, okay. Gerade schon wieder. Um eine Batterie aufzufüllen, nicht. Ja, geil. Trotzdem viel. Was sollten wir jetzt mit der Batterie machen? mit dem Extractor rein, oder ja. Nicht? Geht ja, das? Unten rein und dann oben Rubber. Oder halt anderes Zeug. Mach mal oben rein. Unten mach mal eine rein. Nee, aber mach mal unten rein. Ich will es probieren mit Kohle. Was da passiert? Mit Kohle gar nichts. Geht gar nicht rein. Ja doch, oben, aber mach mal die Batterie unten Kohle rein, oben bitte. Nein, ja. Die Batterie. Ah, okay, ja. Das ist wirklich gar nichts. Okay. Ich gedacht, da passiert jetzt irgendwas Cooles. Autsch. So, eins noch. Und zwar...
Wir haben hier so Rubberwood. Komm mal mit, Matze. Theoretisch, wenn ich jetzt Rubberwood reinmache und unten die Batterie. Jawohl. Boah, das zieht aber jetzt. Ja, und geht verdammt langsam. Mal gucken, was denn da rauskommt. Also, das bedeutet, wir müssen lernen, wie man ordentlich ein Rubber Strom macht. Aus einem Rubberwood. Aus so einem Sticky-Zeug, da kommen 3 raus sogar. Ah, okay. Hab ich gelesen. Boah, der Regen nervt ziemlich. Ja, gut. Okay, nice. Ja, dann hätte ich gesagt. Na, lass mal das am besten laufen. Es stimmt ja, der Server läuft ja weiter, also wenn wir es nicht mehr drauf gehen, ist das fertig. Ich so nicht. Muss ja irgendjemand in der Nähe sein. Hä? Ja. Echt? Solange. Ich hab gedacht, das läuft einfach weiter. Ja, solange keiner in der Nähe ist, werden Öfen und sowas funktionieren dann nicht. Wir laufen halt nicht weiter. Ja, meinst du, das ist hier auch? Weil niemand in dem Okay. Tank ist. Okay. Okay. Achso. Ich pack noch aus, aber wir können schon mal Verabschiedung machen. Ja, dann würde ich sagen. Jo, dankeschön. Bis dann und ciao. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Tech It Live mit Billy. Servus. Und wie du benutzt deinen verkackten. Entschuldigung. So, das letzte Mal hatten wir aufgehört mit der Windmühle. Ja. Und dem Generator. Ja. Und dem Extractor. Genau. Und wir müssen jetzt noch unter die Batterien aufladen. Das machen wir mit dem Windmühle. Wir brauchen aber noch eine Bedbox. 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 Dafür weißt, brauchen wir, aber das habe ich schon eingegeben. Ein Copper-Cable, 3 Batterien und jawohl ja. Und Holz. Okay. Also ein Copper-Cable, 3 Batterien und ein Holz. Ne, nicht ein Holz. 5 Holz sogar. Ah, 5 Holz. Ja. Oh, Holz. Jetzt will ich aber mal probieren. Warte mal, da gucke ich mal nach einer Batterie. Wie geht denn die? Tin, ach, Copper Cable. Haben wir überhaupt, Rubber? Haben wir? Ja, haben wir noch ein bisschen. Gut. Rubber Bar, wie macht man den? Ganz einfach. Ja, wie ganz einfach? Was ein Bar brauchst du? Rubber Bar steht da. Für Copper Cable. Oder nicht? Hier, nimm das. Okay. Dankeschön. So. Ja, bitte. Das ist einfach nur oben 3 Rubber, unten 3 Rubber, in der Mitte Kupfer. Ah, okay. Kupfer. Batterie. Das wollte ich jetzt. Aha, okay. Nee, das war das Falsche. Gleich aus. Dann das. Unsere Workbench steht irgendwie ein bisschen komisch. Bisschen blöd, ja. Aber man kommt hin. Ja, das ist schön. So, 3 Batterien. Okay. Dann so. So. Und ein Copper Cable. Jawohl, Bedbox. Nice. Wir brauchen auch auf jeden Fall so eine Wrench.